In diesem Duell ist wirklich alles drin. Werden Sie es schaffen? Wir zeigen Sie. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Bochum gegen Schalke 04. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. In den frühen Jahren des deutschen Fußballs waren die Schalker eine der dominanten Mannschaften. Ja, vor allem in den 30ern und 40ern, da konnte man etliche Meisterschaften gewinnen. Da war man auch von der Taktik ganz vorne mit dabei. Da war man einer der modernsten Vereine in Deutschland. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Dieselbe taktische Ausrichtung auch auf der Gegenseite, das 4-5-1. Auch hier in der eher offensiven Variante, also das ist schon eine Grundlage für ein attraktives Spiel. Das Spiel beginnt. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Takuma Asano. Das gibt Einwurf. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Hofmann. Da ist die Flanke ins Zentrum. Sie können klären. Chance zur Führung. Tor ist leer. Tor für die Gastgeber. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1:0. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Janko, Takuma Asano. Jetzt ist er durch. Den will er mit Gefühl machen. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Das bleibt hier beim Spielstand. Yoshida. Er hält drauf.
Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Gute Aktion, gut geklärt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Janko. Danilo Suarez. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Fahne ist oben, abseits. Die Balleroberung. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Guter Spielaufbau. Schön gehalten. Alex Krall. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Janko. Spielverlagerung jetzt. Und jetzt der Lupfer. Gut reagiert. Das war knapp. Jetzt ein Tor nach der Ecke und dann ist die Führung schon deutlich komfortabler. Jetzt die Ecke. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Zur zweiten Hälfte, aktuelles Schalke hier also mit einem Tor hinten. Es ist ein enges Spiel, es ist ein spannendes Spiel. Takuma Asano. Sie verlieren den Ball. Das war's. Da zieht er ab. Noch ist die Chance da. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Stöger. Hofmann. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Er zwingt diesen Ballverlust. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. So, was machen Sie draus? Danilo Suarez.
Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Und Tor! Alles wieder offen! Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Schön dazwischen gegangen. Ah, da wäre jetzt Platz. Das ist noch gefährlich. Abwehr macht zu. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Gute Aktion, Spiel raus. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Ein wahnsinnig enges Spiel hier, Chancen auf beiden Seiten. Klasse, dicke Chancen, immer wieder Gefahr vor den Toren. Das ist ein Spiel, er versucht's. Geblockt, aber weiter Gefahr. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Das war sauber, er holt sich den Ball. Packen Sie hier noch das Tor. Chance zur Führung. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Sie nehmen den Wechsel vor. Die Ecke kommt. Gut geklärt. Jetzt kommt die Flanke rein. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden.